Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen französischen Adventskalender und zwar geht es um den Blissimbox Adventskalender. Ja, den habe ich hier neben mir stehen, beziehungsweise den hebe ich hier jetzt mal hoch. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet für Abonnenten 49 Euro und für Nicht-Abonnenten 59 Euro, soll aber einen ziemlich hohen Warenwert beinhalten und ich bin sehr gespannt. Ich finde es cool, dass er so riesengroß ist und ja. Ich bin wirklich gespannt, was hier drin ist. Wir haben hier ein Schleifchen, das wir einmal öffnen können. Und wenn wir dann einmal die Klappen öffnen, dann stehen da auch Sachen drin. Und wir haben hier Boxen drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt mega weihnachtlich ist. Aber ich muss gestehen, dass ich ihn wirklich schön finde. So schaut er jetzt im Schrank aus. Und ich finde, dass man den auf jeden Fall, auch wenn er relativ schlicht aussieht, in der Weihnachtszeit sehr schön so haben kann, finde ich. Also meine Meinung. Genau. In diesem Video gibt es auch noch eine Verlosung. Alles, was es zu gewinnen gibt, müssen wir mal gucken. Ist da noch drin? Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Also für einen Adventskalender, der 49 Euro gekostet hat, ist das wirklich eine wertige Geschichte. Wir haben Boxen, die wir weiterverwenden können. Das gefällt mir auf den ersten Blick schon mal sehr, sehr gut. Wir haben als erstes ein Produkt, was ich glaube ich mal in der Vegan Beauty Basket drin hatte. Nailmatic Paris Pure Color, das ist ein Nagellack. Also die ganze Geschichte beginnt mit einem Nagellack. Ja, ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Yale ist die Farbbezeichnung. 8 Milliliter sind enthalten. Ja, ist okay, ne? Der hat auch irgendwie so einen Goldschimmer mit drin. Das finde ich schon wieder cool, weil das weihnachtlich ist. Da kann man sich jetzt eigentlich soweit nicht beschweren, finde ich, ne? Wir haben leider keine Zwischenebenen, sodass, wenn man da eine Box rausnimmt, dass es das Ganze so ein bisschen verrutscht. Die Nummer 2 ist riesig. Ah doch, aber da ist was drin. Ich dachte, da ist aber nichts drin. Ach, guck mal. Ja, das ist eine Lippenmaske von Vitamask. Cool. Plump and Repair, made with Multi-Molecular Hyaluronic Acid Complex, Vegan Collagen Booster, Mulberries and Wild Cherries. Also ja, das ist quasi mit Hyaluron und irgendwie ganz aufregend und Maulbeere und wilden Kirschen. Und das ist für die Lippen. Das soll aufplumpen und reparieren und das finde ich cool. Ich habe ja nun schon einige Adventskalender aufgemacht. Das ist übrigens jetzt die Nummer 3. Und ich finde, ich muss mir das wirklich die ganze Zeit so durch den Kopf gehen lassen. Ne? Als der Adventskalender hier eingetroffen ist und der einfach so riesig war, habe ich mir gedacht, alter Belli, für 49 Euro so ein riesen Moped. Richtig krass. Hier haben wir von Floss My Everyday Eyeshadow. Das ist ein Monolidschatten. Ich wollte gerade sagen, in der Farbe Never Tested. Aber nein, Never Tested on Animal steht hier hinten drauf. Die Farbe ist Tokyo. Von Floss. Hatte ich einen. Oh, habe ich den My New Favorite Lip Gloss mal irgendwo mit drin gehabt? Oh, die Farbe ist aber schön. Ich bin ja echt kein Fan von Monolidschatten, aber das ist eine schöne Farbe. Da kann man sich nicht beschweren. Das ist so ein Peach mit Schimmer drin. Schön. Die Nummer 4. Oh, wir haben eine Tube hier drin. Normalerweise hast du so in der Blissimbox bzw. ehemals Birchbox ja eher immer so Probegrößen von Produkten, die du nachher im Onlineshop nachkaufen könntest. Hier haben wir jetzt aber bislang eigentlich nur Full Size drin gehabt. Das hier ist eine Bodylotion. Das ist dann wohl die erste Probegröße mit 25 ml. Festin Royal Body Cream Caramelized Honey, also karamellisierter Honig soll hier der Duft sein. Und das ist ja mal ein richtig schönes, warmes, weihnachtliches Produkt. Da riechen wir doch erstmal dran. Es riecht hier wirklich nach karamellisiertem Honig raus, obwohl hier noch so eine Folie drauf ist. Krass. Mit Honigextrakt, Kokosnussöl, Shea Butter, Aloe Vera, mit Bienenwachs, Jojoba-Wachs. Also das hört sich wirklich pflegend an. Von Bahia. In der goldenen Mitte haben wir die Nummer 5, die wirklich groß ist. Und hier ist auch ein großes Produkt drin. Ui, von La Roche-Posay. Ein Purifying Hand Gel natürlich. Es gehört eine Handcreme, eine Nagelfeile, ein Lippenpflegeprodukt, ein roter Lippenstift, ein Kajal. Also mittlerweile hast du ziemlich viele Klassikprodukte, die man in Adventskalender packen kann, Leute, oder? Aber so ein Handgel gehört auch mit dazu. 75 ml sind hier drin. Und La Roche-Posay ist ja eine französische Marke, die wir hier bei uns tatsächlich hauptsächlich irgendwie in Apotheken finden, ne? Das ist eine Apothekenmarke bei uns.
Das ist ein reinigendes Handgel, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ihr guck. Wahrscheinlich so ein typisches Handreinigungsgel wie von Mercy Handy, ne? Wahrscheinlich ist es sowas. Ja. Feiern die Franzosen Nikolaus? Ich hoffe. Ich würde es sehr begrüßen, denn ich mag es immer, wenn wir, ja, bei Nikolaus was Besonderes drin haben. Und hier haben wir von der Blissin bzw. Birchbox eine Wimpernzange. Das finde ich doll. Das finde ich richtig dolle. Das finde ich echt cool. Das ist ein Eyelash-Curler und der sieht auch wirklich gut aus, weil man den hier so schön festhalten kann und dann wirklich sanft das machen kann. Ich habe jetzt aktuell einen sehr, sehr guten, eine sehr, sehr gute Wimpernzange, die ganze 5 Euro kostet bei Look Fantastic. Das ist diese hier von Brushworks, ne? Also die kann ich vorbehaltlos empfehlen. Die finde ich echt klasse. Die müsste ich aber auch mal reinigen, sehe ich gerade. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Tool und ich finde es gut, dass wir ein Tool drin haben. Hier haben wir die Nummer 7. Also es macht Freude gerade, echt, ne? Es ist jetzt nicht mega weihnachtlich gestaltet in weihnachtlichen Farben oder so. Es ist eher so ein mädchenhaftes Weihnachten, weil du hast hier Glitzerpunkte drauf, ne? Diese Goldglitzerpunkte sind damit drauf. Dann hast du Blumis, aber es ist halt auch hier grün und dann rosa anstatt rot. Also irgendwie schon, es ist irgendwie schon weihnachtlich, aber irgendwie halt auch wieder verspielt. Und das macht die Birchbox oder die Blissinbox ja auch aus. Love Beauty and Planet. Das ist eine Detox Whitening Toothpaste. Mhm. Wir haben 15 ml von einer Zahnpasta drin. Ja, auch das gehört irgendwie mittlerweile dazu. Yay! Zahnpasta in einem Beauty Adventskalender. Ne? Da habe ich drauf gewartet, Leute. Echt. Wirklich. Die Nummer 8 ist auch wieder sehr, sehr leicht. Also im Prinzip sind die einzelnen Boxen alle relativ leicht. Und hier haben wir von Ren etwas drin. Ever Calm. Das ist ein Global Protection Day Cream. Eine ganzheitlich schützende Tagescreme mit 15 ml. Und das ist für sensible Haut geeignet. Ich habe sensible Haut. Das finde ich cool. Hat die einen Lichtschutzfaktor? Leider nicht. Okay, normalerweise, ne, wenn ich so solche Cremes verwende, ich mache mir halt immer noch einen Lichtschutzfaktor drüber. Ich habe jetzt aktuell einen von Dalton da. Das ist jetzt nicht ultimativ viel, was ich dann über die Tagescreme drüber mache, aber so ein kleines bisschen, einfach fürs Gewissen, mache ich es mir schon mal drüber. Die Nummer 9. Da haben wir Imperfett 30 ml. Moisturizing Day Cream for Happy Skin. Für glückliche Haut haben wir hier einfach mal eine feuchtigkeitsspendende Tagescreme. Hatten wir jetzt 2 Kläppchen vorher auch schon drin, eine Tagescreme. Das ist dann nicht so ganz so abwechslungsreich, ne? Ja, da 96% Natural Derived Ingredients, also 96% der Inhaltsstoffe sind dann natürlich. Ja, ne? Finde ich aber ganz nett, aber halt jetzt, ne, so schnell aufeinander, so Tagescremes kann man ein bisschen besser verteilen, ist so meine Meinung. Herzlich willkommen im zweistelligen Bereich. Ich habe hier die Nummer 10 in meinen Händen und da haben wir etwas drin, was tatsächlich hier auch schon, nee, nicht ganz. Nee, ich dachte, das wird auf meinem Tisch stehen, aber es ist doch ein anderes Produkt. Das ist von Amika Soul Food Nourishing Mask und das sind 20 ml, also eine nährende Maske. Und ich habe, als ich das letzte Mal die Birchbox oder die Bliss7-Box, ich muss mich da echt noch dran gewöhnen, ausgepackt habe, habe ich gedacht, das wäre eine feuchtigkeitsspendende Tagescreme gewesen. Diese Supernova Moisture and Shine Cream, diese hier, ne? Ist es nicht, ist für die Haare. Habe ich auch verstanden. Das heißt, diese Maske wird tatsächlich dann auch für die Haare sein. Die lässt du 5 bis 7 Minuten drauf und dann kannst du es entsprechend abwaschen. Du kannst es wöchentlich oder täglich verwenden, je nachdem, wie du lustig bist. Und das soll halt deine Haare nähren. Und sowas kann ich gut gebrauchen. 20 ml ist ein bisschen, ne, für meine Haarlänge, Leute, ne, ihr wisst es, noch sind sie relativ lang. Ja, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, also da werde ich vielleicht 2 Anwendungen maximal rauskriegen. Aber ansonsten, ne, freue ich mich über sowas ja auch. Das müsste noch komplett zu sein, genau. Oh, das riecht aber sehr angenehm. Es riecht sehr, sehr pflegend tatsächlich, auch so leicht blumig. Aber nicht aufdringlich. Also es riecht wirklich, wirklich gut. Das wird verwendet. Das finde ich gut. Mit der Nummer 11 haben wir nun die erste der beiden Schnapszahlen hier in den Händen. Und hier haben wir irgendwas mit Olive und Avocado drin. Olivos, Chia und Avocado, Olive Oil Soap, Handmade, Chia and Avocado. Okay. Das ist eine handgemachte
Seife mit Chia und Avocado. Und da da irgendwas mit Olivos draufsteht, vermute ich, dass da auch irgendwas mit Olivenöl mit bei sein wird. Oh, das riecht hammermäßig gerade hier. Oh, riecht das gut. Ich denke, das ist ja eine ganz normale Handseife. Das ist so eine Stückseife. Boah, die riecht. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sehr natürlich, sehr, sehr angenehm. Avocados riechen jetzt ja nicht unbedingt gut. Und Olivenöl hat jetzt ja schon so einen Eigengeruch, aber keinen guten Eigengeruch. Das riecht sehr, sehr cremig und angenehm. Und die Chiasamen oder Chiasamen, ich sage immer Chiasamen, ne? Die sieht man da halt auch wirklich in der Seife drin, was ich sehr, sehr gut finde. Sowas ist eine tolle Geschichte. Ich gucke mal eben hier drauf, ob hier drauf steht, wie viel da drin ist. 20 Gramm sind da enthalten. Jo. Ce petit savon à la composition irréprochable va vite s'intégrer à votre routine. On adore sa formule composée de graines, de chia et d'avocat. Also man wird sich rein verlieben mit der Komposition der Inhaltsstoffe von diesen Chiasamen und Avocado. Okay, läuft. Und das kann man wundervoll integrieren in seine normale Routine. Ja, Leute, es ist eine Seife, ne? Natürlich kann man das gut integrieren. Gerade aktuell wäscht man sich doch ein paar Mal häufiger die Hände. Und unterwegs kann man dann von La Roche-Posay dieses Handgel nehmen. Voll gut. Halbzeit. Halbzeit sieht schön aus, guck mal, ne? Da hast du richtig schön das blumige Muster drauf. Gucken wir mal, was sich darin verbirgt. Halbzeit ist mir übrigens wichtig, ne? So, als Wendepunkt und so. Gommage Corps Body Scrub. Okay, das ist ein Körperpeeling Aqua Hero Exfoliant Naturel au sel de Gérande. Also mit Geranien? 30 Milliliter? Kann das sein? Salzgeranien? Keine Ahnung. Also das kannst du ein- bis zweimal pro Woche auf deinen Körper geben. Und das ist Votre Peau Humide. Also einfach auf, das, auf die Haut, würde ich sagen. Ne? Ja, Massage onto wet skin. Then rinse roughly. Use once or twice a week for external use. Genau, also das sollst du auf deiner nasse Haut aufmassieren. 99% natürlichen Ursprungs übrigens. Und ein bis zweimal pro Woche. Und ja, nur zu äußerlichen Anwendungen geeignet. Okay, läuft. So, was wollte ich jetzt auch nicht unbedingt essen? Riecht noch nicht viel. Ne? Also das hat jetzt keinen Eigengeruch. Finde ich aber gut, wenn das halt wirklich so eine feuchtigkeitsspendende Geschichte ist. Weil gerade wenn man halt etwas trockenere Haut hat, jetzt so Richtung Winter und so, ne, dann ist es ein bisschen schwieriger, wenn man sich halt peelt, weil das ja zusätzlich nochmal austrocknet und so. Deswegen finde ich das cool. Aqua Hero ist dann auch eine gute Bezeichnung. Es sei denn, das Aqua Hero bezieht sich nur darauf, dass man das ja unter der Dusche verwendet, wenn es nass ist, ne? Ja gut, dann ist es vielleicht doch nicht so feuchtigkeitsspendend, weil da auch irgendwas mit Cell, also Salz drauf stand. Ich muss es austesten, werde ich von berichten. Die Nummer 13 haben wir hier und die ist auch wieder schön groß. Mal gucken, was die zweite Halbzeit jetzt uns so bringt. Ich meine, ja klar, ne? Du hast halt große Boxen und dann ist da halt nur so ein Typchen drin, was ich nicht schlimm finde, weil dadurch ist dieser Kalender dann auch später flexibler einsetzbar, sodass man da halt auch nicht unbedingt von der Größe vorgeschrieben bekommt, was man da reinpacken darf. Deswegen finde ich das nicht schlimm, wenn die Kläppchen oder Boxen größer sind als das Produkt an sich. Hier haben wir von Apicia oder Apicia eine Handcreme Honey and Propolis und hier sind 20 Milliliter enthalten. Honig ist ein gutes Produkt, das ist auch antiseptisch und so. Und Propolis ist nochmal eine Stufe drauf. Propolis ist eine ganz, ganz gute Geschichte. Ich habe zurzeit so ein bisschen sehr Probleme mit meinen Augen. Und gerade mit der unteren Augenpartie, da gebe ich mir quasi als Augencreme, als untere Augencreme, einfach Propolis-Salbe drauf. Und das pflegt immens und das macht auch die ganze Blödsinnsgeschichte und die Entzündung, die ich da so habe, aktuell sehr, sehr gut weg. Und das hilft mir. Deswegen ist es eine gute Geschichte hier und ich glaube auch, dass es eine sehr hochpreisige Geschichte ist. Weil wenn du Propolis irgendwo drin hast, das ist nicht günstig, weil das halt ein sehr hochwertiger Inhaltsstoff ist. Und 100% sind hier auch wieder natürlichen Ursprungs. Es riecht super angenehm nach Honig. Und das riecht auch so ein bisschen nach dieser Propolis-Salbe, die ich halt aktuell verwende. Das ist so, ne? Ja, sehr cool. Kommen wir nun zu der Nummer 14. Oh ja, das ist ein bekanntes Produkt vom Moroccan Oil. Ist das Arganöl mit 10 Millilitern. Das ist ein schönes Produkt. Das kannst du für die Haare verwenden, um mehr Glanz zu bekommen, um sie zu pflegen. Das kannst du dir auch auf den Körper geben, um dem Körper Pflege zu geben. Also ein sehr, sehr individuell einsetzbares Produkt, was mir sehr gut gefällt. Hier ist sie, die Nummer 15. Was da wohl drin ist? Nein.
Ja, komm, wir sind bei Klassikern, Leute. Wir kommen da nicht drum rum. Rolling Hills, designed in California. Five Traces Hair Elastics. Ne? Das hier sind Telefonkabel-Haargummis, Leute. Ja, in so einem schönen Olivton. Ne? Immerhin sind es 5, beschwere ich mich nicht drüber. Ich benutze sowas ja auch super gerne. Und Rolling Hills USA ist quasi dann die Marke. Sagt mir so gar nichts. Ich kenne die ja von Invisibobble, ich kenne die auch von Evelyn und so, also die Eigenmarken quasi von den Drogerien. Aber ja, das hier sind jetzt einfach Telefonkabel-Haargummis. Wären sie nicht drin gewesen, wir hätten sie alle vermisst, oder? Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, jetzt wo wir bei Nummer 16 stehen, ob ihr denkt, dass wir hier noch eine Nagelfeile drin haben werden. Okay, hier ist Nummer 16 übrigens. Die machen wir jetzt mal auf. Oh ja, auch das ist ein Klassiker, aber ich liebe diesen Klassiker. Und zwar ist es von This Works, das Deep Sleep Pillow Spray. Haben wir hier mit 5 Millilitern. Das gebe ich mir super gerne auf mein Kissen oder halt aufs ganze Bett. Ne? Das gibt so einen schönen, dezenten Lavendelduft. Und ich finde, dass man dadurch einfach schöner und wohliger einschlafen kann. Mir macht es Freude. Ich verwende das sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ich das im Adventskalender drin habe, weil es mir einfach beim Einschlafen sehr gut tut. Die Nummer 17 ist groß. Aber leicht. Okay, ja. Das ist von Polar. Nuit Polaire. 15 Milliliter Revitalizing Cream mit boreanischer Alge. Ich weiß immer noch nicht genau, was es ist. Es ist irgendwie so ein ganz natürlicher Inhaltsstoff. Und es ist halt einfach eine Nachtcreme von Polar. Ich persönlich vertrage leider nicht so gut die Produkte von Polar, weiß aber, dass die recht hochpreisig sind. Und das macht man sich halt abends drauf, ne? Ja, Nacht bei Nacht wird die Haut weicher und wird irgendwie mehr dieses Oxygen. Was ist Oxygen? Ist es Sauerstoff, ne? Speichern. Dann wird die regeneriert und revitalisiert und deine Haut sieht danach einfach jünger aus irgendwann. 90% natürlichen Ursprungs und ja, ich vertrage es aber irgendwie einfach nicht. Die Nummer 18 ist ganz schön schwer, was da wohl drin ist. Ach so, okay. Ja, ein Badeprodukt, oder? Nee, 417 Absolute Matte Firming Dead Sea Matte Body Wrap. Hä? Okay, das ist so eine Schlammmaske mit 100 Millilitern für deinen Körper. Das nur nicht, wie lange lässt man das denn drauf? Oder muss ich mich auch noch in Alufolie, in Frischhaltefolie einwickeln? Ich hoffe ja wohl nicht. Hier. Schlammpackung für den Körper. Reiner, mit Vitamin-Mineralkomplex angereicherter Schlamm vom Toten Meer, welche die Hautregeneration fördert. Eignet sich für Körperpeelings, Körperpackungen, Massagen sowie Bäder. Die Mineralien werden aufgenommen, was die Hautbeschaffenheit verbessert, Muskel- und Gelenkschmerzen vermindert. Sehr zu empfehlen bei Hautproblemen wie Psoriasis, Neurodermitis etc. Ne? Und gleichmäßig auf die Haut auftragen. 20 Minuten einwirken lassen. Danach mit Wasser ausspülen. Ach, du ahnst es nicht. Und danach eine Creme benutzen. Hä? 20 Minuten und dann renne ich damit durch die Gegend? Oder muss mich mein Freund dann wirklich auch einwickeln und einpacken wie so eine Mumie? Keine Ahnung. Ich frage ihn mal, ob er Bock drauf hat. 100 Milliliter sind wie gesagt enthalten. Und ich finde das super interessant. Ne? Halt wirklich eine schöne Sache für die kalte Jahreszeit, wo man dann sowieso so ein bisschen mehr Chillness sich reinzieht. Das finde ich echt cool, weil es einfach mal was anderes ist. Die Nummer 19 ist auch wieder sehr, sehr schön. Also man sieht hier richtig diese Goldsparkles immer wieder drauf und das gefällt mir. Doch, das ist schon weihnachtlich, das ist festlich, ne? Hier haben wir wieder ein Tool. Ach schön, von Glove. Das ist ein Abschminkpad, ne? Just Add Water. Less Water, More Glove. Genau, das ist hier so ein Abschminkpad. Das finde ich toll. Und da kannst du halt wirklich, das ist das, was ich immer sage, ne? Das ist wie ein Waschlappen, Leute. Machen wir uns nichts vor. Es ist halt nur nochmal so ein bisschen anders von der Produktbeschaffenheit her. Aber ich habe genug Abschminkpads, deswegen wird das hier weiter wandern. Und ich finde das aber ganz cool, dass sie sowas halt auch mit reinpacken, weil das nachhaltig ist. Ne? Es ist halt wirklich so ein wiederverwendbares Produkt, was du in die Waschmaschine packen kannst und dann wiederverwenden. Und das finde ich gut. Das gefällt mir. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich die Nummer 20 und die ist auch wieder sehr klein. Ach guck, sowas, habe ich das nicht gerade unter meinem... Nee, ich dachte gerade, dass ich das tatsächlich schon in meinem Badezimmer stehen hätte. Aber von Saif Paris habe ich ein anderes Produkt, was quasi gegen Unreinheiten wirken soll. Und das hier ist Perfect Pisum.
ein Whitening Micropeel Botanical Night Serum mit 12 Millilitern. Ich glaube, das war relativ hochpreisig von der Marke her, ne? Das kann ich mich gerade nicht so gut dran erinnern. Aber das ist halt ein Produkt, was du dir dann nachts drauf machst. Apply in the evening to the face and neck, also auf das Gesicht und den Hals, unter deiner Creme. Und ja, das sollte ich dann halt über Nacht schön machen. Ja, und hier sind 94% der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Nicht schlecht. Hier ist die Nummer 21. Hier ist wieder ein Typchen drin. Garantia Diabolique Glaçon. Anti-Pollution, Anti-Fatigue, also Anti-Müdigkeit, Anti-Verunreinigung, Verschmutzung, irgendwie so. Und es soll aktiv Feuchtigkeit spenden mit irgendwas, 15 Gramm, mit irgendwelchen Eissachen, Glaçon, Diabolique, weiß ich nicht, was es ist. Also es soll auf jeden Fall Energie geben und Hydratisierung. Und es gibt Feuchtigkeit, das plumpt auf, macht die Müdigkeit weg, macht die Verschmutzung weg und hat aktive Inhaltsstoffe. Die Nummer 22 ist wieder sehr schwer. Zweite Schnapszahl. Oh, das hatten wir doch. Nee, oder? Sowas? Nee. Dachte ich. Brave New Hair Keratinmaske. Schön. 50 Milliliter von dieser Keratinmaske sind hier enthalten. Und das kommt in so einem schönen Pöttchen daher. Und das lässt du dir einfach über Nacht drauf? Nee. 5 Minuten lässt du das nur drauf. Oh, mit Baobab und Tamanu. Das sagt mir jetzt auch nichts, aber Keratin soll ja sehr gut sein. Ah, das riecht auch super angenehm, ne? Es riecht sehr pflegend tatsächlich. Wie riecht pflegend? Sehr cremig, leicht süßlich. Hat irgendwie auch ein bisschen was Nussiges mit dabei. Sehr, sehr angenehm. Das riecht gut. Das mag ich leiden. Krass, wir sind schon bei der Nummer 23, das vorletzte Büchschen. Hier haben wir etwas drin, was mir auch bekannt vorkommt, aber es kann durchaus sein, dass ich sowas Ähnliches schon mal in einer Blissim oder Birchbox drin hatte und jetzt quasi das von der gleichen Marke kommt, das Design ähnlich ist, ne, wie halt eben hier auch schon bei diesem Haarprodukt, aber dann ist doch was anderes drin. Soin Quotidien Daily Hair Care Organic Prickly Peel von Shaeri. Shaeri, 25 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist ein Anti-Frizz-Produkt. Genau. Ohne ausspülen. Einfach in die Haare machen. Das ist im Prinzip, kannst du das entweder nach dem Duschen drauf machen oder du machst es halt über den Tag immer mal wieder drauf, um deinen Haaren Feuchtigkeit zu geben. Und halt diesen Frizz wegzumachen. Was jetzt ja auch, wenn es trockener wird. Ich merke es selber, meine Haare werden frizziger. Ne? Also das ist, wir haben ansonsten hier eine viel höhere Luftfeuchtigkeit bei uns im Haus und jetzt ist es irgendwie bei sehr, sehr niedrig. Also ich habe eben, glaube ich, 35% gelesen. Also es ist richtig, richtig niedrig bei uns, weil wir auch einen Kamin dann haben. Ne? Deswegen ist es eine ganz gute Kiste. Wow, die Nummer 24 ist wirklich, wirklich groß. Und ich meine zu wissen, was hier drin ist. Das habe ich, glaube ich, in dem Bild schon gesehen. Ne? In diesem Teaser-Bild, sage ich mal. Und zwar haben wir hier von KVD Beauty, KVD Vegan Beauty, wie auch immer, die Alchemist Holographic Palette. Das ist eine Highlighter-Palette mit 4x1,53 Gramm. Ich glaube, die hat man schon das ein oder andere Mal gesehen. Das ist halt eine Highlighter-Palette. Ich finde es schön, dass wir das hier drin haben. 24 Highlighter-Palette macht voll Sinn. Meine Güte. Und in der Blissim-Box hatten wir jetzt auch gerade ein Produkt von KVD Beauty. Sehr, sehr unpraktisch, ne? Dieses dreieckige Design, aber wunderschön. Guckt euch das an, wie schön dieses A aussieht von der Alchemist-Palette. Holographisch und so. Ja, dementsprechend werden die Highlighter wahrscheinlich auch sein, ja. Sehr holographisch, aber irgendwie geil. Ich hatte das mal von einer Marke, ich glaube W7 hat das mal nachgemacht. Boah, schon ein schöner Spiegel. Und komm, wir swatchen die jetzt einfach mal. Also, das ist halt wirklich, wenn du ein bisschen mehr Kravum willst und hier hast du dann wahrscheinlich eine gute Auswahl an Holo-Highlightern. Oh mein Gott. Ey, Leute, das ist schön. Das ist richtig, richtig schön. Hui. Also man muss schon Mut haben, ne?
Das ist jetzt nicht so, also es ist ordentlich krass pigmentiert und ich hoffe, die Kamera fängt das einigermaßen so ein, wie es jetzt so wirkt. Es ist super bunt, aber zu intensiven Looks, wie ich sie halt manchmal auch trage, wird das ultimativ gut passen. Also das sieht super toll aus. Oder man nimmt es als Topper auf die Lidschatten. Mega krass, wie das holografiert hier. Nennt man das so? Wie das so holographisch vor sich hin scheint? Ich raste aus. Ich finde das voll schön. 5 Produkte habe ich jetzt für die Verlosung rausgesucht. Da haben wir einmal von Shairi die Daily Hair Care für die Feuchtigkeit. Dann haben wir die Nachtcreme von Polar. Wir haben von Granazia das diabolische Konzentrat. Von Vita Masks die Lip Mask. Und wir haben hier von Love Beauty and Planet, Leute, es musste sein, die Zahnpasta. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht wie immer unten in der Infobox. Die Weihnachtsgeschichte, die dieser Adventskalender für uns bereitgehalten hat, fand ich sehr, sehr schön. Also es hat mir Spaß gemacht, den auszupacken. Wir haben hier auch etwas andere, etwas besondere Produkte drin gehabt, was ich gut finde, was ich auch tatsächlich von einem Adventskalender erwarte. Man kann den wundervoll weiterverwenden. Also du hast hier nicht so, ne, dass du so Plastikmüll oder sowas wegschmeißen musst oder so. Du hast hier tolle und gute Produkte drin. Also den kann ich wirklich empfehlen. Schaut auf jeden Fall auf der Blissim Homepage einmal vorbei. Link unten in der Infobox. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch die Blissim-Box natürlich abonnieren. Auch dazu Link unten in der Infobox. Ne? Ja. Ich kann die Box empfehlen, ich kann den Kalender empfehlen. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!